Jetzt haben wir beide keinen Shirt mehr an. Wie scheiße wir aussehen. Ah, fuck, fuck, was sind das denn? Wir sind die zwei im Shirt. Scheiße. Ja, zwei Leute jetzt hinter ihm. Ah, ich seh's, ich komm. Komm. Da kommt ein Freund von ihm von der Seite! Wir sind schon blöd mit Knubbeln! Lauf doch hin und her! Nicht gerade auf ihn zulaufen! Ja! Ey, das ist der Typ von eben, oder? Nee. Ah, oh, fuck. Verblutet einfach. Er rennt auf jeden Fall weg. Hier rennt einer vor mir weg, ne? Ja, vor uns rennt auch einer weg. Das ist so geil, ey. Weißt du, ey, wir sind hier. Das Einzige, was ich hier habe, ist ein Hammer und der hat hier voll die Gewehre am Start und rennt weg von mir. Ja, hier, der Typ vor uns hat auch so ein dickes Gewehr auf dem Rücken, einen fetten Rucksack, alles und ich hab Mundschild-Cleaner in der Hand, ey. Und er einen Polizeiknüppel. Ich will sie mit dem Knüppel nehmen. Bleib stehen! Ich tu dir nichts. Ich hab den Hammer nur zum Nageln. Du hast doch auf mich geschossen, oder? Putin für Präsident. Ey, der hat so einen Baseballschläger mit Nägeln dran. Warum schlägt er mich nicht? Ich glaube, die machen sich jetzt Spaß mit uns. Ja, der sieht, dass ich blute. Ich verblute nämlich ganz langsam. Ja. Mann, das hat so eine langsame Reaktionszeit, dieser Knüppel. Der ist scheiße. Der Winchelkiner ist scheiße. Wer hätte das gedacht? Da hinter uns. Da sind sie wieder. Ich schnapp mir den anderen jetzt. Ja, dann renne ich hinter dem hier, ja. Ich habe mich mit 0% Leben bandagiert. Alter, der ist voll ausgerüstet, ey. Was rennt der denn weg? Der hat bestimmt der hat keine Muni mehr, ey. Den müssen wir erwischen, ey. Keine Muni mehr, aber ich verstehe nicht, warum die nicht eine Axt in die Hand nehmen. Aber die warten auf ihre Friends. Die warten nur auf ihre Friends. Ja, ja. Oh, jetzt ist er im Busch, jetzt habe ich ihn verloren. Ich muss mein. Ich habe ihn im Busch verloren. Ich will das Shirt in Rex tieren, das geht aber nicht. Ich habe ihn verloren, scheiße. Aha, da ist er. Alter, jetzt habe ich den gelben Helm auf und kein Schwert mehr, ne? Jetzt sehe ich so richtig dämlich aus. Wo ich vorher nicht schon mega dämlich aussah, ist jetzt so richtig dämlich. Wo seid ihr? Ich weiß nicht, ich habe euch verloren. Ich hab nur noch, oh fuck, ich bin gleich tot. Jetzt haben wir beide keinen Schwert mehr an. Wie scheiße wir aussehen. Ah, fuck, was sind das denn? Wir sind die zwei im Shirt. Scheiße. Oh Mann, ich muss auch mal hier weg, sonst sterbe ich gleich. Ja, wenn ich mit der Axt. Der hat jetzt die Axt. Okay, jetzt wird's endlich mal ein Kampf. Hol die Waffe raus, Alter. Jetzt hol die Waffe raus. Hinter die ist noch einer. Ja. Der hat sich einen Nahkampf auf eine Spitzaxt gelootet und ist... Ja, nein, ich bin tot! Ich hab noch 6%, ich verzieh mich gerade mal. Er hatte 0%. Ey, wir haben alle nichts mehr. Jetzt lauf hin und klüppel, ey. Ich kann sagen. Aber bei mir muss man nicht mehr, bei mir braucht man nur noch zu pusten und dann fall ich um, ey. Ja, da hab ich auch noch einmal hauen müssen. Ich hab mich mit 0% HP, hab ich mich bandagiert. Aber kann ich meinen Loot vielleicht irgendwo hinlegen und den dann später holen? Ja, kannst du versuchen, aber was hast du für ein geiler Loot? Nicht da bist. Ja, ich hab eine taktische Weste, die wollte ich hier irgendwo verstecken. Ja, irgendwo in Schublade und dann. Ja, genau. Also ich glaub, das mache ich echt. So, jetzt leg ich mal ab. Ort gespawnt. Ich bin an so einem einzelnen Haus. Ich glaube aber nicht, dass das der Ort ist, wo wir gerade waren. Sieht ein bisschen kleiner aus. Wenn man sich umzieht, dann wird man nicht, ich zieh mich um und dann bin ich nicht mehr derselbe. Dann verwechseln die mich nachher. Ja? Und dann kann ich mich von hinten anschleichen und sag so, ey, ich bin cool, ich mach nix. Und dann bam, hau ich den weg. Genau. Wir machen den gelben Helm an. Genau. Ich muss rauslaufen. Doi. Aber die haben, waren die deutsch? Wissen wir das? Nein. Ich hab keine Ahnung, ich hab's doch mit Putin for President versucht. Das hat nicht irgendwie funktioniert. Also wahrscheinlich nicht das. Keine Russen, vielleicht waren es Ukrainer, vielleicht sind sie deshalb zurückgekommen. Oh. wer läuft da? Bist du das? Über den Platz? Nee. Okay. Das wäre sehr interessant, wenn wir. Oh Mann, hier geht's voll ab, da ist einer in den Hardware-Store gerannt. Ich bin wieder im Pinterest. Bist du im Hardware-Store? Nee. In diesem, wo du gesagt hast, wo oben ein Zelt drauf ist.
Ah, okay. Oh, boah, hier laufen voll viele rum. Okay, das war wenigstens, das war witzig. Von dir mit den nackten Oberkörpern, ey. Eher so ein Beni, so eine kleine Mütze auf, und ich so einen schwulen Helm, ey, mit einem Windshield Cleaner und einem Polizeiknüppel. So ein Typ, ey. Ah, schön, ey, richtig schön. Und du kommst so aus der Seitenstraße und so entgegengelaufen. Die sind Englisch. Okay. Du stehst da auf dem mitten auf dem Platz, ne? Nee. Mach mal Duck-Tick. Ja, mach ich gerade, aber. Nee, bist du nicht. Weil mitten oh, fuck, auf ich, oh fuck, der will mich hauen. Oh fuck, der andere auch. Der will mich. Oh Mann, fuck, ich werd verfolgt. Ich renn Richtung. Ja, was glaubst du? Ah, ich seh dich, ich komme. Ja, ich werd verfolgt, also das ist kacke. Ja, ist es egal, ey. Ich hab den Typen wahrscheinlich halb tot geknüppelt mit meinen Police-Betten. Let me go! I'm friendly! I'm friendly! Don't push me! Aha, I'm back! Ich laufe schon wieder hinter mir her. Da vorne, ich seh dich. Ich bin hinter dir. Dreh dich um, guck dich um. Ah, okay, bist du das? Duck-Check. Duck-Check, oh, warte. Das war ein Duck-Check. Laufen, das ist schwierig. Das geht aber. Ne, du bist das nicht, oder? Auto. Das waren die mit dem Auto! Ich hätte doch die Scheibe sauber machen können. Ja. Ey, die kommen da mit dem Auto, hauen die ab. Die fahren weg. Los, lass unsere Leichen suchen. Wo war das? Seht zu, dass ihr die Dinger. Ich hatte einen richtig geilen Police-Betten. Ich hatte so einen mega geilen Helm auf, Alter. Wer ist hier? Wer ist hier? Hallo? Duck-Check? Ne, ist nicht bei uns. Doch! Ey! Da haben wir uns ja wieder. Ist er das? Ne, oder? Bist du das, Manu? Nein, der hat nur auch Duck-Tech gemacht. Okay. Duck-Tech. Bring doch nicht fremden Leuten unseren Morse-Code bei. Oh, ich hatte gerade irgendwie Dauerreden an. Wo waren wir gestorben? Hier vorne bin ich gestorben, ne? Hier vorne irgendwie. Boah, ich fass es nicht, dass ich immer noch am Überleben bin. Ich hatte irgendwie 6% oder so. Da liegen unsere Leichen, Alter. Da liegen unsere Leichen. Da. Krass, ja, da ist mein Helm. Die hängen aus dem Boden raus bei mir. Bei mir, ja, der Windshield Cleaner. Wie verrückt ist das denn? Ja, meine Sparkplatz. Lumber Mill, ich glaube, das ist in der Nähe von Pinecrest. Sag nur, guck mich an, Alter. Also die liegen bei mir nicht auf dem Boden, die sind im Boden drin. Bei dir auch? Nö, bei mir liegen die ganz. Da, der Baseball, der Police Bat, ich nehme mit. ja, ich habe den Helm wieder. Läuft. Jetzt habe ich einen Shirt an. Alter Schwede, ey. Ja, lass mal hier die Häuser, oder? Ja. Ja, wo ist der Manu? Manu, wo bist du denn? Lumbermill, nicht Winnie. Lumbermill, ja, da musst du. Ja, ich weiß, ich muss schränken, aber ich glaube, ich sehe das Örtchen sogar. Westlich. Ravioli. Das war auf jeden Fall gerade eine coole Aktion, ey. Da wird man von zwei nackten Leuten verfolgt. Das ist unfassbar. Ey, hätten wir doch mal einen gekillt, ne? Aber wir sind so kacke, wir haben es nicht mehr geschafft. Ja. Okay, ich glaube, ich muss meinen. Nein, ich komme. Nee. Ich wollte gerade sagen. Weißt du, und das Geilste ist echt, du kannst ja equipped sein, wie du willst. Ne? Du kannst 1000 Sachen haben, aber wenn du keine Munition hast, haust du ab, ey. Das ist. Ja, aber guck mal. Der eine hatte eine Spitzhacke und der andere hatte so einen Baseballschläger mit Nägeln. Wir hätten sie einfach mal umdrehen können und uns direkt mal gelegt. Haben sie ja dann am Ende auch. Ja. Am Ende waren sie mutig. Aber die haben gesehen, das sind so Psychopathen. Der eine kommt mit einem Scheibenwischer, der andere mit einem Hammer. Die trauen sich mehr als wir. Ja, da unten sehe ich Pinecrest. Ich komme runter. Alles klar. Ich glaube, die waren einfach ein bisschen cleverer als wir, weil die hatten uns ja angeschossen. Ja. Mhm. Und der wusste halt, okay, ich habe den Typen angeschossen, der kann sich jetzt nicht engagieren. Ich muss nur warten. Ich muss nur lange weglaufen, genau. Also eigentlich, das war eigentlich super clever, was die gemacht haben. Ja, ein oder zweimal habe ich ihn beim Laufen noch gehittet, das weiß ich, aber es hat wohl nicht gereicht. Also dieser Windshield-Cleaner, der hat das Problem, wenn du drückst, ist das ziemlich zeitverzögert, bis der halt den Schlag ausführt und deswegen habe ich den nie getroffen.
Okay. Meinst also, du, der Schlag hätte auch irgendwas bewirkt? Außer, dass denen ihre Brille sauber ist? Ja, also ich hab den richtig schicken Scheitel gezogen damit. Was ist denn mit deinem Kollegen hier? Was ist mit dem? Wollte er nicht mitzocken irgendwie? Weiß auch nicht, irgendwie. Ich glaube, der wollte die Familie loswerden und dann, aber irgendwie, weiß ich nicht. Was wollte der loswerden? Frau und Kind. Frau und Kind? Ist das nicht illegal? Ja, nur mal für einen Tag. Im Keller gesperrt. Also entweder läuft mir jetzt ein Spieler hinterher, beziehungsweise ich werde jetzt wir sind's nicht. Nee. Erschossen. Wir machen immer Duckcheck. Ja, ja, stell dir vor. Ey, guck dir ich habe gerade Wölfe gehört, aber der Anfang war ein Pfeifen. Okay. Warte mal, komm mal hier, gehen wir weiter. Ja, können wir dir entgegenkommen? Können wir dem wir helfen? Nö, alles gut. Ich hab ne Flashlight. Sag mal, bin ich exhausted oder warum kann ich nicht mehr laufen? Das ist ja ganz komisch. Ja, hab ich eben auch mal gehabt. Spring mal. Ja. Wenn du noch springen kannst. Ah, jetzt geht's. Ja, jetzt geht's wieder. Sagen, wenn du noch springen kannst, dann ist der nicht exhausted. Das ist irgendwie bugged. Es gab hier ist noch ein Baseballschläger. Baseballschläger. Nimm ihn. Es gab mal den Bug, dass wenn du exhausted warst, musstest du einmal springen, dann kam die Meldung, you exhausted and cannot sprint oder sowas. Und dann hattest du wieder volle Stamina. Ah, oh, okay. Dann war ganz witzig, so in den ersten Alpha-Tagen. Vor allem, wenn du dann überlegst, so, jetzt musst du dich ja eigentlich schonen. Springst du einmal? Ja, jetzt geht's wieder. Ja. Bin gesprungen. Oh nein, das ist nicht Pinecrest, das ist hier Pillepalle Town. Warte mal, wie heißt die? Novosibirsk. Nee, genau. Salton oder was? Brighton? Nee, nicht Brighton. Das ist diese. Salton, meinst du? Nee, das ist so ein kleines Guffelkaff. Firecrest Brewery oder sowas. Das kann sein, wo die ganzen Industrials sind. Nee, keine Ahnung. Nee, ich hab nur auf der Karte gerade geguckt und gedacht, waren wir hier schon mal? Also ich habe hier gerade ein T-Shirt gefunden. Also ich habe hier nämlich die gleichen Gebäude wie auf dem Airfield. Okay. Diese Military Buildings, diese weißen. Oh, eine Etage. Hat da einer auf uns geschossen? Du hast getrunken, oder? Ja, getrunken, aber ich meine, ich habe gerade was gehört. Oh, ich auch. Punzel aus, Baseballschläger raus, ich habe einen Rucksack auf jetzt. Komm, Treppe hoch. Baseballschläger. Das soll mal kommen, ey. Junge, den ziehen wir richtig. Hanne Basie hier. Ja, ab morgen greift die Zahnbürste ins Leere, sag ich ja nur. Wow! Aber wir finden echt keine Knarren mehr, ne? Als ob hier. Brauchen wir nicht, wir haben Baseballschläger. Weißt du, ich meine, wir sind doch hier in den USA. Warum hat hier eigentlich nicht jeder eine Knarre unterm Bett liegen? Das gibt's doch nicht. Ja, weggelootet schon. Ja, hier ist eins in der Haus. Bestimmt von der Nucky da ist. Warum habe ich eigentlich eine Small Mag Light? Was kann ich denn damit? Besser als die Taschenlampe? Ich glaube ja. Das ist die Taschenlampe weg. So, bist du schon wieder raus? Ne. Ich bin vor dir, hinter dir jetzt. Ja. Okay. Weil ich habe jetzt nichts mehr gehört. Ich renne einfach mal rüber ins nächste. Oh, machen wir das mal. Oh, da wird geschossen. Da habe ich schon wieder was gehört. Ja, da wird geschossen. Ich auch gehört. Frage ist, ob auf uns oder auf was anderes. Ne, nicht auf uns. Was ist das für eine Waffe? Keine Ahnung, ne? Ja, es kann ja auch sein, dass die irgendwie auf Mutanten schießen gerade oder so. Ja, oder halt ein anderer Spieler, ne? Ja. Ich könnte jetzt meinen Helm gegen einen Cowboy-Hut tauschen, aber ich glaube, ich behalte den Helm lieber. Ich glaube, der gibt mehr Schutz. Ja, wenn ich runter gucke, der genau oben drauf trifft vielleicht. Also, achso, du schleichst mich nicht. Ich bin jetzt unterm Dach. Man muss doch so ein bisschen irgendwie herausfinden, in welchen Ecken dann auch Sachen liegen können, ne? Also, manchmal ist das schon ziemlich versteckt alles. Mhm. Also ich habe jetzt einen Rucksack, ne? Ich weiß nicht, hast du einen? Nee, ich habe bisher keinen. Ja, aber wenn, das heißt also, wenn du irgendwelche Sachen siehst, die nicht mitnehmen kannst, kannst du mir Bescheid sagen, kann ich das vielleicht auch einpacken. Ja, gehen wir raus, oder? Ja, hier ist nichts. Brauchen wir uns nicht mehr. Nee, komm, lass mal raus. Machen wir aber Gogo Gadgetto und dann direkt das nächste Haus links, oder wie? Ja, genau. Hallo?
Habe ich gerade einen getroffen. Military Equipped, der hat mir eine Gun gegeben. Nee. Ach was. Oh. Alter, was geht bei dem ab, ey? Hast den direkt umgelegt? Nee. Das war ja sehr angenehm. Nee. Ja, der das Typ. Das hätte ich auch nicht gemacht. Hier ist übrigens noch was zu essen, wenn du was einsammeln willst. Hallo. Hi. Da ist der andere Manuel. Ach, da ist Irmgard. Irmgard, nennen wir mich Irmgard. Kein Problem. Du bist der Irmgard. Der Sunrise ist da, ja. Dann join doch mal dem Server, falls du nicht drauf bist. Ich habe gerade mal eben zwei Leute umgehauen. Du willst nicht wissen, was uns eben passiert ist. Wir sind von nackten Leuten verfolgt worden. Und jetzt kommt er und er sagt, er hat zwei Leute umgehauen. Ohne Scheiß, ich habe gerade zwei Leute, die haben sich gekloppt. Ich bin dahin, habe beide umgehauen. Hatte einer einen gelben Helm auf? Wenn zwei sich freuen, ne? Sind die zufällig hinter jemandem hergelaufen und der hatte einen gelben Helm auf? Nee. Schade. Ja, was heißt das? Kann ich nicht sehen. Der hat mir 30 Schuss für die Handgun gegeben. Boah, knall den weg, Mann! Für diese leichtsinnige Tat! Alter Verwalter! Da kannst du ja sogar ein paar Mal daneben schießen. Ja, das ist so ein bisschen schon, ne? Jetzt muss ich erst mal gucken, wo ich bin hier. Ich hab einen Hammer, also wir haben einen Baseballschläger, also brauchen wir keinen Hammer mehr. Ja, ich hab die Knifte. So, lass mal gucken, wo bin ich denn? Ich hab nichts dabei, so Mist. Mist created. Wo, hast du eine Ahnung, wo du bist? Ich sehe so einen ganz, ganz hohen, schmalen Turm. Das reicht nicht. Ein hoher, schmaler Turm. Ziemlich nah am Wasser, sieht aus wie so ein Wasserturm. Bist du sicher, dass nicht das Stairway Memorial ist? Nee, das ist ein Wasserturm wahrscheinlich einfach. Wo bist du? Ach, du bist da in dem Haus vor mir. Das ist ein Wasserturm. Ist hinter so einem Berg. Ja, lauf doch mal Richtung Wasser. Oben ist eine Base, glaube ich, von Playern, wenn das so aussieht. Sieht so aus. Oh, so dann ist er, glaube ich, gar nicht so weit vom Airfield entfernt. Ich glaube, das ist so eine Rennstrecke. Wisst ihr, was ich meine? Ah, wenn du bei der Rennstrecke bist, dann renn Richtung Pinecrest, wenn du weißt, wo das ist. Nee, also du. Ja. Mach mal auf dem Tablet oder auf dem Handy oder so die Karte von dem Spiel auf. Ja, sag mir, wie das heißt, wie das geht. Nee, gibst bei Google Miscreated ein, dann Map und dann gehst du auf Bilder. Ach so. Ja, nee, genau. Also auf dem Handy irgendwie, dass du die zusätzlich noch hast. Damit. Achtung, da ist einer. Wo ist da? Drüben, gegenüber. Okay. Bin jetzt unten im Eingangsbereich vom Haus. Ja, ich stehe draußen. Komm raus. Okay, ja. Und dann, wo ist das dann genau? Du bist unten rechts irgendwo. Du bist unten, ja, rechts vom Airfield quasi. Ach, da so. Unfriendly. Kommt der. Oh Gott, der hat Knarren, Alter. Das ist der von der Lade! Hol ihn, das ist einer von den beiden Schiffen! Das ist der von der Lade! Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das... Ja! Mario, yes! Ich habe zweimal getroffen! Ja, Mann! Was ist wirklich kaputt? Da redet er kamikaze-mäßig drauf, so, weißt du, mit Baseballschläger bewaffnet und der hat eine Handgun. Ich hatte eben eine Axt, hab einen mit. Warte, ich renn mal andersrum ums Haus. Ja, der kommt, wir sind schon wieder rum. Also ich muss nur am Wasser entlang. Ah, er rennt weg. 10 Minuten. Ich bin aber diesmal nicht am Bluten, Alter. Diesmal blute ich nicht. This time I'm not bleeding. Vorsicht, da kommt noch einer. Vorsicht. Oh, fuck. Scheiße, ja, ich hab ihn. Da kommt noch einer von hinten. Vorsicht mit einer Knarre. Vorsicht. Ja, ich will nur dem. Ja, das hat er mir klar ausgut. Ja, ich habe ihn getroffen. Einmal. Nein, er hat mich. Oh, fuck, er hat mich, ja. Ach. Das waren wieder mehrere Leute. Scheiße. Ja, Mann. Ich komm mal wieder rein und alle Leute rufen Yippie-Yay. Doch eine Schweinebacke. Wer ist hier im Game? Wenn ihr es zum Reinen machen, er haut auf deine Kacke. Oh, fuck, ey.